Willkommen zurück zu einer neuen geruchsintensiven Folge. Freitag der 13. mit Smelly Castelli Kreis, der weiß, wie eine Bagaga im Sommer duften muss. Naja, ich war auch immer der Chef des Smelly Kartells, deswegen bin ich da sehr versiert. Also, ich lese viele Magazine. Ja, jetzt mal Real Talk. Du hast gestern ein Magazin gelesen, eine Fachzeitschrift, und dort war ein sehr interessanter Artikel darüber, wie denn eine Bagaga zu duften hat. Warum? Ja, allerdings. Naja gut, da ging es im Wesentlichen ging's um die Formation und die Zusammenkunft vieler einzelner Bakterien, die in verschiedenen Mengen vorkommen und dadurch verschiedenste Gerüche verursachen können. Ja, da gibt es dann so eine Kratzkarte, an der kannst du kratzen, um dann Vergleichsriechen zu machen. Ist jetzt der neue Trend, das machen viele, ist total en vogue. Und ja, da gibt es dann... den Dschungeljogger, ne, der ist ganz oben auf der Geruchsintentionskarte, der ist ganz oben. Dann noch gibt's den Wüstenfuchs, aber mit einer Erweiterung auch den überfahrenen Wüstenfuchs. Der hat einen Moment sehr mal, ist das Geruch. Nicht der legendäre Rommel? Heißt das nicht ja, der Rommel? Das ist, wenn man sich die Trommel komplett rasiert, dann hat man den... Die Trommelrommel. Ah, den, verstehe. Den Rommel halt. Und gab's auch einen Lebrownski oder... Ja, der Lebrownski, der entsteht durch das falsche Abwischen. Also wenn man nicht von vorn nach hinten, sondern von hinten nach vorn abwischt. Also wenn man ein bisschen die Schnecke streift beim Wischen. Ja, genau. Das ist dann natürlich sehr unangenehm, wenn das passiert. Aber warum? Warum schreibt eine Zeitschrift über sowas? Ich meine, was ist der Sinn? Was wollte uns der Artikel sagen? Keine Ahnung, weil es anscheinend die Menschen interessiert. Ja, es gibt ja jetzt auch so neue Glitzerzäpfchen für die Vagagas. So okay, also du schiebst dir da vorne so einen Zapfen rein und wenn du dann quiefst, dann kommt Glitzer und Ballons raus. Genau, dann kommen Glitzer, Ballons, Dartpfeile, Partydröten. Ein Esel ohne Schwanz und der Schwanz für den Esel auch zum Anstecken, alles kommt da raus. Ja, aber warum sollten Frauen sich sowas reinschieben? Ich meine, was ist die Intention dahinter? Grund, es gibt genug Ärzte und Frauenärzte und so, die sofort sagen, mach das nicht, das ist total gefährlich, da können Risse und Verletzungen entstehen von diesem Glitzerzeug und so. Trotzdem restlos ausverkauft. Die Firma wurde komplett überrannt, ja, die kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher. Alle Frauen wollen aus irgendeinem Grund Glitzer-Wagagas. Ja, aber ich meine, Männer, ja, also ich kann jetzt nur für mich und für Männer, die ich so in meinem Umfeld kenne, ich weiß, die meisten Männer sagen immer, hey, einmal am Tag waschen reicht doch. Rasier dich ordentlich, wasch dich da ja, unten, reicht doch, das, weißt du? Aber Frauen, das einer Frau mal klar zu machen. Ja, aber Frauen tun immer so, als hätten wir es ihnen aufgezwungen. Das ist so wie Make-up, ja. Ich persönlich bin so jemand, ich sag, ja, wenn man ausgeht, warum nicht, ein bisschen Make-up, sieht schon schick aus, aber ich würde nie sagen, Igitt, bist du hässlich, wenn sie kein Make-up hat. Im Gegenteil, ich finde meistens ohne Make-up sieht eine Frau besser aus. Ja, finde ich persönlich so, schöner. Ich finde das auch, weißt du, wenn du jetzt, wenn die so natürlich leicht rötliche Wangen oder so, weißt du, was man halt so hat, ne, dieses überschminkte, komplett weiß gepuderte Kackgesicht. Ja, das sieht so unmenschlich dann, aus, sieht ja, einfach so ja, unmenschlich wirklich. Aus. Totaler Rotz, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weißt du, warum die glauben, dass das toll ist, aber Hauptsache ich sehe aus wie ein scheiß Bild auf einem, in einer Kackzeitschrift, weißt du, so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, anscheinend gab's irgendwann mal einen Typen, das ist halt wie dieses, ne, du kannst unter 300 Männern ist einer dabei, der sagt, ja, ich finde das geil. Und schon, ja, der hat doch gesagt, es ist viel geiler. Dann muss ich das machen, weil sonst bin ich nicht schön. Ja, aber viele Frauen sagen dann, sie machen das eben auch für ihr eigenes Selbstbewusstsein. Dass sie sagen, ja, so fühle ich mich einfach stärker, wenn ich auf die Straße gehe. Weißt du, wenn ich mich schminke. Ja, wenn ich meine Augenbrauen erst komplett abrasiere ja. Und sie dann... Ja, und sie dann voll hässlich nachzeichnen. Boah, das ist auch so schrecklich. Mit da Parkinson, ganz, weißt du? So. Boah, da gibt's ganz böse Unfälle, wirklich. Ja, gibt's also, richtig, richtig böse Unfälle. Oh. Da würde selbst Jason sagen, nee, ja, ich glaube, da bin ich raus. Ja, da bin ich raus, Alter. Macht das mal unter euch aus da, ne? So. Aber diese Zäpfchen gibt's ja wirklich. Also jetzt Real Talk, die gibt's wirklich. Diese Glitzerzäpfchen gibt's wirklich, ja. Und die sind aber wirklich komplett ausverkauft. Würdest du es geil finden, wenn du jetzt eine Nein. Frau hättest, die dir auf einmal so ein bisschen Glitzer ins Gesicht Nein, quieft? Völliger Quatsch, Alter, keine Ahnung. Völliger Unsinn. Also wer sowas geil findet, der hat auch irgendwie, der hat selber irgendwie ein bisschen zu viel Glitzer in irgendeiner Öffnung bekommen von seinen Eltern oder so. Glaubst du, dass auch der Trend für Männer irgendwann entsteht, dass man sich halt hinten so ein bisschen reinglitzert? Weiß ich nicht. Kleinen vielleicht Einhorn auf CSD oder so. Ich habe übrigens den Jason gerufen, weil ich cool bin, ne? Ich habe hier eine Schraube für das Boot, für das Boot, für das Boot. Alter, für das Boot? Ich habe Benzin, ne? Alter, wir könnten vielleicht das Boot bebooten. Boah, da muss ich einmal durch die ganze Karte mit dem Benzin und am Auto vorbei. Die Leute werden mich wahrscheinlich lynchen, ne? Aber ich habe ein Messer und zweimal Spray noch. Ich habe zwei Cracker und Spray.
Na, siehst du, wir sind bereit, um uns zu verteidigen. Hier ist noch ein Spray. Ich könnte 3 Sprays haben. Ich wäre dann Apothekenboy. Ich will aber nicht in die Richtung. Ich muss. Warte mal, okay. Und ich bin ziemlich close. Ich bin close on the boat. Close to the edge. Don't push me, cause I'm close to the edge. Kinder, wir verlieren ihn. Ich glaube, er kommt nicht wieder zurück. Er hält sich wieder für irgend so ein merkwürdiger Pseudo-Rapper. Das war kein Pseudo-Rapper. Der Mann, der war schon, oh oh. Er ist am Auto, er vermietet das Auto. Er nicht, aber du. Okay, komm. Ich bin jetzt ganz unten, ich gehe jetzt am Strand entlang, okay? Okay, Beach Boy. Beach Boy. I never been to go to bed. Ja, Kinder, wir verlieren ihn. bei mir ist Musik, bei mir ist Musik. Ist er bei den Kids oder ist er bei mir? Er war gerade noch am Auto, ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Weil hattest du eben auch Musik? Nee. Hat eben so ein gleich geht's rund Song, weißt du? Vielleicht will er jetzt am Boot fallen legen oder so. Ich gehe auf jeden Fall den ganzen Strandweg jetzt entlang. Undercover-Strand? Undercover-Strand. Stranded deep. Strand brand. Dong, dong. Dong, dong. Oh yeah. Oh yeah. Dom, dom. Dom, dom. Ich bin jetzt am Boot, ne? Kommst du? Ich bin auch on the boat. Come to the boat. Come to the boat. Come to the boat. Oh, der Ausgang ist aber ganz far away from the Zipfel. Egal. Wieso ist die Schraube noch nicht dran? Naja, weil ich ja auch erstmal hinlatschen musste. Latschbube. Pass auf. Oh, ist der schlecht. What the Alter, fuck, ich drücke genau denn, mittig. Wie kann man denn von dreimal falsch machen? He's coming, oder? Einmal, zweimal. Aber der kommt jetzt nicht zu uns. Der kommt zu uns, echt? Oder? Ich weiß nein, es nein. nicht. Nein, nein, der kommt nicht. Ich geh rein. Oder? Ja, geh rein. Wir haben ja keine andere Wahl. Hast du Cracker? Nee, ich habe keine Cracker. Fuck. Ich hab nur ein Messerchen und auch keine Waffe. Shit. Come in. It started. Guck mal, ich steige aber auch ein wie so ein Gentleman. Weißt du, so ein Beinchen, das nächste. Da vorne siehst du es ja schon, ne? Ja, ja. Relativ schneller. Die schneller Spinnenboys, Sprint. Die Spinnenboys. Wir sind Männer und keine Frauentoys. Das stimmt. Yeah, yeah, yeah. Auf der Flucht. Zwei Typen in einem Boot. Super cool sind sie geflohen. Die Show der 80er, Alter. Wir wären richtig berühmt geworden in den 80ern. Ja, ja, wir wären total krass unterwegs. Wir wären total krass unterwegs. Zwei Boys in einem Boot. Ist das Boot da hinten so wackeln noch? Ja. Kannst du es noch lenken? Leicht betrunkene Boys in einem Boot. Oh, hier drüben wird geschnetzelt. McNally. Tja, das Auto konnte ich leider für euch nicht betanken. Die haben irgendwie alle den Mund offen. Ey, schau dir mal diese Verminung an beim Auto. 3 Fallen. Kein Entkommen. There is no escape. Moment, die sind nur noch zu dritt? Ich dachte irgendwie, es wären mehr. Wo ist er denn jetzt hier, Jason? Zwei sind abgehauen, 3 leben, zwei haben überlebt, wir beide. Ja, einer ist tot. Ja, passt. Nee, passt nicht. Aber ist denn der Harvest schon wieder da? Ich hab den Harvest gerufen. Einer hat vorlässig das Spiel verlässigt. Vorlässig? Oh, das ist lässig. Oh. Oh, das ist lässig. Oh, das ist lässig. Oh, jetzt nimmst du mal meinen Mund, oh, das ist lässig. Alter, lässig in einem Porno. Das ist heftig, Mann. Ey, er hätte doch sprühen können. Er so, oh, ich werde die schwarze Braut retten, Alter, mit meiner Flinte. Naja, wir haben alles dabei, weißt du, Cracker, Deo. Ey, aber Messer. Anstatt dass sie schon mal so loslaufen, weißt du. Und so ein bisschen versuchen, dann Richtung Ausgang zu kommen, wo eventuell die Polizei kommen könnte. Nö, guck mal, ich mach hier das Fenster noch auf, das ist ganz wichtig. Ja, damit der dann nicht durch die. Muss gut durchlüften. Was denkst du, wie das stinkt, wenn da 8 Teenager in so einem kleinen Hüttchen sind, wie ein Puma-Käfig? Warum rennt denn Beth Green hier vor die Wand? Keine Ahnung, Taktik. Wenn du so sehr an der Wand bist, dann kann Jace nicht mehr unterscheiden zwischen Mensch und Wand, weißt du? Das nennt man das fiese Backdoor-Mauer-Werking. Einmal reicht doch! Einmal reicht! Geht doch Richtung Police!
Geht doch zu Belize, Alter. Oh, ihr mit eurer Pfannkuchen-Lodge. Ich will aber hierbleiben. Die haben so leckere Pfannkuchen und so guten Sirup. Oh, geiler Fladen. Oh. Ich stehe total auf Ahornsirup. Ich trinke manchmal eine ganze Flasche morgens auf Ex. Und ich nehme meinen Ahornsirup immer, ich mache den dann so auf einer Fensterbank, ja, warte, bis das dann so trocken wird, dann schabe ich ihn ab und baller mir durch die Nase. Richtig geil, Mann, richtig geil, so ein richtig geiler Zuckerflash. Und er verkauft es auf den Straßen und nennt das Nashornsirup. Ja, Nashornsirup, geht richtig gut weg zurzeit. Kids stehen drauf. Guck mal hier, Beth Green rennt wieder zurück, nee, ist die einzige, die so ein bisschen Schmalz im Schädel hat. Ja, wahrscheinlich, ne, die denkt sich so, aber wo ist denn Jason, was macht der denn? Ach hier, da war er auf einmal. Trommeln. Sie so, oh, ich bleib noch am Tisch hängen, ich komm nicht weiter, da ist ein Tisch. Wie kommt man da drum herum? Alter. Swayze. Alter, da wurde aber ganz schön McSnelt. Der will ihn swayzen. Das ist der Typ, der so ein merkwürdiges Ohr hat, ne? Der Jason. Ich will da irgendwie immer eine Zigarette reindrücken. Immer wenn ich sehe, denke ich mir, könnte man gut eine Zigarette reindrücken. Ob man das mit dieser Geruchskarte, die wir am Anfang besprochen haben, ob man das da vergleichen könnte so? Bestimmt, klar. Oder Friedhof. Also go, go, go. Ja, aber was ist der Plan? Die Flinte wird auch nicht geused. Nee, er will die noch nicht usen. Ey, eine Minute noch, lauf doch zum Ausgang, ihr Hoden. Ja, aber vielleicht haben die irgendeine ganz besondere Taktik. Oh, er hat das Licht ausgemacht. Oh mein Gott. Er rannte schon die ganze Zeit. Er rannte die ganze Zeit hinter mir, aber jetzt habe ich Angst, weil das Licht aus ist. Ja, dann alle ans Lagerfeuer. Und singt das Lagerfeuerlied. Ja, guck, der sieht so hässlich aus, ne? Und das also Lied geht noch viel schneller. Erst dann wird es zum Hit. Wow, wow. Guck mal, aber wow. Ihr geht's gut, ne? Ich meine, sie hat zwei Hiebe weggesteckt, aber ihr geht's gut. Vielleicht hat sie auch Ledernacken oder so. Wahrscheinlich. Er macht Teleport. Oh, er wusste es. Er hat Auge gemacht auf Teleport-Taste und gesagt. Alter, noch eine halbe Minute. Beth Green, die einzige, die überleben wird. Oder sie haben keine Karte und wissen nicht wohin. Was macht sie denn? Oh Gott, das ist so traurig. Gott, das ist so traurig. Das ist so traurig da. Aber sie hat einen geilen Arsch, also echt. Ja. Ne? Aber so traurig, Mann. Tja, aber der wird auch in nächster Zeit ziemlich durchhängen, das sag ich dir jetzt schon. Oh, aber ich glaube, den kann man noch 5 Jahre ganz gut beanspruchen. Nee, nicht, wenn sie da so liegt. Ja, da nicht. Nee, da nicht. Da würde ich kein Auge mehr machen. Ja, mach kein Auge auf Backen. Wo sind denn jetzt die Bullen? Beth Green, weißt du, hat nichts. Kein Jason, gar nichts in der Nähe. Freies Geleit, aber irgendwie... Wieso, sie geht da jetzt. Ah, sie macht das. Aber er, was macht er? Was ist sein Plan? Sein Plan ist einfach irgendwie ums Auto rumrennen, 7 Minuten. Geil. Geiler Typ. Gibt's da irgendein Achievement, wo er haben will? Nein. Was? Oh mein ja, das Gott, Achievement. You are stupid as fuck. Komm schon, alter Beth Green, jetzt lauf doch durch. Beth, lauf. Lauf, Beth. Hä, wo ist sie denn jetzt wieder hin? Sie ist gar nicht auf der Hauptstraße. Ich versteh's nicht. Doch, da ist ja die Hauptstraße da unten. Ja, aber warum läuft sie denn nicht durch? Vielleicht braucht sie Fitness. Okay, komm schon. Komm schon. Lauf, Beth. Lauf. Beth. Lauf. Beth, Beth, Beth. Beth, Beth hat's geschafft, yay. Yeah. Tja, die einzigen, die mal wieder mit Stil und Eleganz... Ja, ne? Entkommen also, sind, also das wirklich, waren wir. Die Spider, der Old Mill. Ich schaue mir gerade die Old Mill an. Du auch? Die Old Mill? Ja, Old Mill. Old Mill. Ja, aber da, wo die Toiletten sind. Ne, da ist nichts. Ja, was ist jetzt los? Flat Rock, Old Mill. Irgendjemand fehlt noch. Escaped, Murdered. Hä? Sind alle tot? Ja. Mutter musste sich noch zurecht machen, weißt du? Ja. Ich musste mir noch einen Scheitel kämmen. Die Lippen aufsetzen. Die abgefläterten. So, Jason, jetzt geht's erstmal mit dem Rohrstock. Die ist nicht zufrieden, sie hat nur gesagt, komm zu Mama, ne? Nee, die war nicht wirklich amused. Und jetzt lacht sie ihn aus. Haha, du blödes Kind. Hast nur einen erwischt. Kackbratze, du. Ja, du alte Kackbratze, hast nur einen erwischt. Du Pussgesicht. Geh raus auf den Friedhof und buddel mich aus.
Ich brauche nämlich meine Lippen, Originalzustand. Aber ich muss sagen, die ist echt gut frisiert, ne? Also für so ein abgetrennter Kopf. Naja, so ist damals in den 80ern. Jason Voorhees war ja der Erfinder von der My Model Figur. Finde ich immer total skurril, dass Kinder wirklich mit so abgetrennten Köpfen spielen und die frisieren. Ich finde das total verstörend, oder? Ja, Friseurlehrlinge und so schneiden ja an sowas auch ihre ersten Frisuren. Ja, aber da kann ich es nachvollziehen, aber ich weiß nicht, würdest du deiner Tochter jetzt so einen abgetrennten, lebensechten Kopf schenken? Wenn sie einen zum Frisieren haben will, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich wäre natürlich eher für den Klotz aus Ren & Stimpy. Ja. Der war gut. Ja. Der Klotz, alle lieben den Klotz. Mit dem kannst du alles machen, mit dem Klotz. Ja, aber ich weiß nicht, ich würde dir dann eher die ganze Puppe geben. So eine japanische Sexpuppe da. Ja, lieber ja das. In Japan gehen ja die Frauen jetzt auf die Barrikaden, ne? So, und sagen, ey, mein Mann liebt seine Sexpuppe mehr als mich. Er hat ja nicht mal Sex mit ihr, aber er nimmt sie mit zum Abendessen. Das hat aber auch was mit der Tradition so zu tun. Ich habe mal gelesen, habe ich auch mal in so einem einschlägigen Magazin gelesen, dass die Japaner so viel Respekt und Ehre für ihre Frau empfinden, wenn sie heiraten, dass sie einfach nicht mehr sexuell halt behandeln können, weißt du, dass sie nicht einfach sagen, oh, auf die springe ich jetzt mal drauf, auf meine Alte und wir rammeln mal so richtig schön. Nee, die haben da einfach zu viel Respekt und deswegen gehen die in diese Puppenpuffs, weil sie halt auch nicht fremd gehen wollen und sie finden halt, ja, so eine Puppe ist halt in Ordnung, ne? Ist ja keine Frau. Ist wie masturbieren. Keiner beschwert sich ja, wenn sich ein Mann hinten was reinschiebt, so auf die Art. Und oh, da gibt's einige, die sich da beschweren. Ich weiß nicht. Ich glaube, eine Frau steckt das ganz gut weg. Verstanden? Ich glaube, mehr Frauen würden sagen, ja, soll er ruhig mal sich verstecken, als irgendwie stecken gehen. Naja, gut, das denke ich schon. Manche sagen wahrscheinlich auch, ja, lass mich doch mal ein bisschen stecken. Also, viele Frauen stehen darauf, mal zu stecken. Wir können ja mal, heute Abend mache ich dir mal den Kaschballe, die ganze Faust in den Arsch. Heute haben wir tolle Themen, ne? Also, sehr umfangreich. Ja, doch, also. So eine kleine Steckerli-Folge. Ich can't be real. Steckerli, Schleckerli. Flatcock. Stell mal vor, du hättest so einen flachen Bibercock, Alter. Flunderpenis. So ein Flunderpenis. Ja, wie sah er denn aus, Sabine? Ja, wie eine Flunder halt. Wie eine Flunder. Wir haben ihn dann unter den Kühlschrank getan, als er hart geworden ist, konnten wir ihn ein bisschen, haben ihn gut angehoben und konnten dann die ganzen alten Sachen unter dem Kühlschrank mal wieder rausholen. Wie so ein Luftkissen-Ding. Ah, oh, Captain Jarvis. Hier ist eine Ente. Bin hier kleine kommt. Enten. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Ich hab so viele Kinderlieder im Schädel, ne, die mir den ganzen Tag versauen. Den ganzen Tag fängst du an, Alter, stehst irgendwie in der Küche und machst was zu essen und dann fängst du an, nur Humpty Dumpty fiel von der Mauer. Weißt du, so ein. Du merkst es gar Arsch, nicht. Ja, du merkst es gar Arsch. Nicht, wie du plötzlich in so einem Irrenhaus lebst, weißt du, und dann auch noch der Anführer bist. Weißt du, das ist. Ja, kommt, so schnell es kommt schleichend. Das. König im Affenkäfig. Ja. Ah, ich langsam, bin König im Schloss. Ja, langsam hat sich sein Verstand. Sie war besessen von einem Dämon. Wir haben ihr den Zahn meiner Schwester in den Kopf einoperiert. Und dann bist ist du da gerade beim Auto? Bist du da gerade beim Auto? Nee, ich bin unten bei Sandpoint in the Ritze oder wie das da heißt. Dann bin ich ja bei GZ. Ich bin quasi ganz unten bei Flat Rock. Am Sandpoint. Am Siggy Higgy. Am Siggy Higgins. Alter, hier ist aber gar nichts. Also ich habe wirklich nothing. Sig the Higgins, sag ich nur. Sig the Higgins. Okay, Kreis, okay, wir haben es verstanden. Ja, wir haben es verstanden. Das geheime Codewort. Du hast ein Codewort? Naja, Code. Für was steht Code? Für Code. Ich suche gerade verzweifelt nach Dingen, um Dinge zu machen. Weißt du, wonach ich suche? Der Sinn des Lebens. I've been looking for freedom. Also heute ist jemand richtig gut drauf. Merkst du schon? Er ist jetzt wieder an diesem Punkt, der hat heute noch kein Frühstück und wenn er dann noch nichts gegessen hat, dann driftet er meistens ziemlich stark ab. Ja, das stimmt allerdings. Das ist echt so, dann hat er irgendwie nichts im Magen und dann kommt ich kurz weiß bevor nicht, die Depression beginnt, kommt nämlich so ein Aufschwung, weißt du? Das ist jetzt auch die 70. Aufnahme schon für die eine Folge. Mir fehlt schon ein Arm. Was war das für ein Geräusch? Ich hab Benzin. Ich glaube, da hat jemand in den Wald gekackt. Ich glaube, so oft, wie ich das Wort Wagaga heute gesagt habe, so oft habe ich das noch nie gesagt. Ah, es macht aber auch Spaß. Wagaga? Wagaga. Das ist ein tolles Wort, ja. Das ist echt ein tolles Wort. Wagagaga, 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 wagagaga.
Es ist warm, Leute. Es ist warm. Habt ein ja, bisschen Rücksicht. Es ist wirklich sehr warm. Es ist, ich habe, glaube ich, auch so. Aber ich habe heute Sprint, auch. Ich habe heute, wie spät ist jetzt gerade? Moment, ich schau mal. Halb eins. Ja. Halb eins an einem Montag. Ich habe nur einen Twix gegessen. Mehr hatte ich heute noch nicht. Das ist, weißt du, wenn ich nicht arbeiten gehe, normal, wie man halt sonst immer arbeiten geht, ja, dann kann, dann isst man nichts, ne? Nee, man isst nichts, das ist echt so, man isst einfach nichts, deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum die Let's Play alle so fett sind. Alter, ich weiß nicht, wie ist das möglich? Naja, ich meine, schau mich an, aber ich bin Vater, ich habe eine Ausrede. Ich muss immer essen, was übrig bleibt. Deswegen werden Daddys immer so dick. Jom ist was getankt. Na, ich habe so einen Vater, der kann irgendwie ne, so eine Grillplatte beim Griechen essen und pff, gar nichts. Und, also der konnte fressen wie, ja, wie blöd der Mann. Ja, die hatten früher, waren da noch nicht ganz so viel Zeug im Essen, weißt du? Jetzt wirst du ja direkt, wenn du jetzt irgendwie... Oh, warte mal. Ey, was nehme ich jetzt? Ich brauche das Messer. Ich nehme First Aid, lass ich mal hier liegen. First Aid. Alter, hier ist alles weggelootet. Ich habe nicht mal eine Karte. Wie geht's denn dem Auto? Ist das schon irgendwie naja, alt? Oben ist halt eins betankt. Ey, bist du hier in dem Haus, wo ich bin, zufällig? Nee. Hier kommt nämlich gerade einer, der hat jetzt richtig Jackpot, ne? Hier liegt ja alles. Hier liegt ja alles rum. Ja, ich würde gerne mal alles nehmen. Ich könnte sowas brauchen, so ein Einmal-Alles-Haus. Ich habe wirklich nichts. Ich habe nicht meine Waffe. Mein Inventar ist leer, meine Hose ist leer. Gar nichts habe ich. Wir hatten ja damals gar nichts, ne? Hey, Dude. Ja, Crackers and other things. Ja, crackers, ich könnte Crackers gebrauchen. And Sprays, a lot of Sprays. Ja, nehme ich, nehme ich. Wir werden da gerade ein bisschen gechoked. Crackers. And here are Crackers everywhere, here in this small thing. Ich brauche Crackers. Wo ist denn der Typ? Immer noch bei Packneck? Ich weiß nicht. Ja, würde ich eine Batterie nicht oder so finden, dann... Dann würde ich oben weitermachen. Ah, ich habe eine Batterie. Hast du Schlüssel? Ich habe Schlüssel. Bist du an welchem Auto? Bist du den Zweisitzer dann. Nee, nicht Packneck. Oh, ne, geil, da ist noch eine Karte drin. Oben das Auto, das ist das obere. In der Schlaufe? Ja. Okay, dann gehe ich da hin. Ich renne jetzt auch wieder hin. We built this car. We built this car for rocking. Der jagt immer noch da unten Kinder, ne? Ja, ja. Du weißt ja, wenn die sich einmal da festgefressen haben und das ist ein Haufen ja, Kinder. Ja, dann wollen sie unbedingt dieses Auto. Du weißt, wie Kinder sind. Ich will aber ja, das Blaue. Ja. Aber das Orange ist doch auch ganz hübsch. Ich will das Blaue. Na gut. Maja. Maja, wir müssen mit dem blauen Auto fahren. Der behinderte Willi, Alter. Maja! Maja! Es klingt wie so ein alter Mann, weißt du, der dauernd nach seiner Frau ruft. Da ist Kruste an meinem Sandwich. Sag mal, Maja, da ist Kruste an meinem Sandwich. Maja! Da ist Kruste an meinem Sandwich! Maja, wir können beste Freunde sein, wenn du willst. Wir sind verheiratet, Willi. Das seit 40 Jahren. Damals, als man mich aus dem Bienenstock verbannt hat und gesagt hat, aus mir wird nichts, da hätten die Leute nicht gedacht, dass ich eines Tages die große Grille reißen kann. Das Auto ist repariert, fertig, aber ich hab nichts. Ich komm. Der ist, glaub ich, immer noch am Holterpolter jagen. Ja, ich höre irgendwie Kinder schreien in der Ferne. Ich hab nur Angst, mich hier im Wald zu verlaufen irgendwie, weil ich hier so auf so Steinen rumrenne. Ich glaube, ich gehe mal lieber da runter. Hast du keine Mappo? Maja. Doch, ich hab eine Mappo. Oh, da muss ich lang, okay. Ich bin unterwegs, kann gar nicht mehr so lange dauern. Diese Biene, die ich flanke, die heißt Maja. Keiner nennt seine Kinder freiwillig Maja. Stell dir mal vor, es gibt bestimmt irgendwo in diesem Land Eltern, die zwei Kinder haben. Klar. Und das eine heißt Maja und das andere Willi. Ja, definitiv. Bist du am Auto? Bestimmt auch, gibt auch bestimmt Hanni und Nanni und so Geschichten, gibt's alles. Ja, und Marie Johanna kenne ich sogar. Der Weg ist ziemlich ätzend. Muss die Schlaufe einmal rum und dann. Ja, ist ätzend. Super ätzend. Was haben wir da auch alles drin? Irgendwie Werkzeugkiste, ein Sack Kohle. Ja, ne? Was ist das? So eine Mafia-Kutsche? Hey, fährt doch einfach los. Ich bin nicht drin, Dude. Ach so. Ich muss doch immer warten, bis du gestartet bist. Oh, jetzt kannst du.
Ich hab die Karte offen. Okay. Hab wieder diesen Bug, wo ich die Karte nicht schließen kann. Also, du musst jetzt die Schlaufe runter und dann halt raus. Es gibt ja nur eine Ausfahrt. So. Und wenn du dann da unten bist, musst du rechts. Weil links geht's zur Packneck. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, warte, der steuert sich hier. Und jetzt rechts. Nein, links, links. Sorry, die Karte. Oh, Alter, ey, das rückwärts. Gibt's nicht, ne? Das kann ja, ich echt... Ich hab den Kartenbug. Du hast eine Orientierung, Alter, wie eine Teenagerin. Kartenbug. So, und jetzt ist im Grunde egal. Es ist egal. Oh, 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 oh. Was war das? Ja, Waschbären erwischt. Das kann sein, natürlich. Ich glaube, wir haben Waschbären unterm Reifen. Ich hab immer noch die Karte offen. Ich kann das... Was ist das für ein Lied im Radio? Aber wir sind raus, oder? Nee, noch lange nicht, mein Freund. Ja klar, da drüben ist doch der Noch kann er kommen. Noch kann er kommen. Jetzt sind wir raus. Und wir sind raus. Alter. Easy. Ey, wie wir hier abhauen durchgehen. Ja, wir sind irgendwie die Einzigen, die auch was machen. Car Destroyed steht da. Siehst du es auch? Nein, ich bin wieder da. Bei mir steht You Survived. Ich bin wieder da. Da ist er wieder, muss er wieder rein. Ah, oh, fuck. Und wenn ich jetzt sterbe, ne? Zählt als sich, nicht überlebt. Die kloppen sich immer noch unten an dem Ding, ne? An dem Auto. Sterben da Menschen, oder? Ja. Jason, ja, ist da. Jetzt, was soll ich machen? Warte, ein Mädchen hat eine Batterie. Ich hasse es. Ein Mädchen hat eine Batterie und will sich, glaube ich, zum Auto schleichen. Ja, was ist denn da drin? Ist da denn... Jason ist da drin. Jason ist jetzt vorne am Auto gleich. Ja, ja, ja. Ich sehe ihn ja. You're killing my friends. Oh, die Bullen. Oh, die Cops. Alter, ich gehe da einfach jetzt runter. Ich halte mich da voll fern. Will ja, nichts zu tun haben. Halte ich da einfach raus. Also der kloppt da sich mit den Leuten am Haus. Das Mädel versucht jetzt die Batterie einzubauen. Das ist einzubauen. Nicht mein Ding. Ich habe eine Shotgun. Aber das Mädel ist, glaube ich, gut, ne? Hier, das Mädchen. Ah, oh, zack, in die Trap. Oh. Jetzt kommt er raus. Das hat er gehört. Oh, die brauchen eine halbe Stunde, um da rauszukommen. Und das ist auch noch die lange Polizei. Die lange Polizei. Die ganz, ganz lange Polizei. Weißt du, ist die von Rhode Island. Die ist richtig ätzend. Wo ist denn Jason hin? Auto ist repariert. Hat sie einen Schlüssel? Nee, nee, es fehlt ja Benzin. Es fehlt doch Benzin. Echt? Sehe ich jetzt nicht. Ah, okay. Aber Batterie ist im Viersitzer drin. Okay, ich habe noch ein Spray hier gefunden. Der Kreis ist heiß und super nice. Ach, das ist das Häuschen, wo so viel drin war, aber da hat es schon gelootet. Ja, ich werde jetzt einfach mal hier sitzen und ein bisschen stuhlen, Päckel, ne? Ein bisschen Päckelkäckel. Ja, ups. Machen wir doch mal die Tür zu von außen, ne? Ist ja, wir eigentlich da rein. Guck mal, hier ist auch eine riesige Socke, oder? Ich meine, guck dir an, wie groß die Socke ist. Guck dir diesen BH da an, was ist das für Schal? Alter, was ist das für eine Socke? Das sind, glaube ich, so Baseballsocken. Oder es sind so Kniestrümpfe. Aber trotzdem, schau das doch mal an. Ja, Baseball-Socken, diese Baseball-Socken sind ja quasi fast Kniestrümpfe. Und da ist dieser koreanische Biber. Korean Biber. Was steht denn da unten? Da steht... Never... Non-Skull... Oder? Never... Skull... Die? Never choke me, die oder so? Nee, das ist doch... Skull steht da. Never... Skull... We die? Keine Ahnung. Korean Biber. Was ist das hier? Irgend so ein Typ, der mit einem Eskimo einen Zwölfender erlegt hat. Was haben wir hier noch Schönes? Aloha. Alter Mann. Wir waren auf Hawaii. Also die treiben es da unten immer noch, ne? Ja. Obwohl, ne, Moment. Oh, die geht aber klar, oder? Einer ist hier im Schrank. Guck mal hier. Oh, die sind immer noch Packneck am Hardcore. Was meinst du? Wer ist das? Zu nehmen oder weiß nicht, aber die hat ganz schön Boobs. Es könnte Chair sein in jungen Jahren. Naja. Aber ich glaube, die hat einen ordentlichen Vorbau. Made in Silicon Valley. Ja. Alter, was ist das hier denn? Ach, das hier drüben. Arizona. Guck mal hier, eine ganze Wand. Mit Kindern. Und alten Männern. Mit einem Zauberstab. Da ist, guck mal, Baseball-Auszeichnungen. Ne? Irgendwie gleich kommt irgendwie, sie haben einen super Bonus, irgendwas ganz Geheimes. Oh, guck mal hier, die Fashion. Ach, die Zeitschrift. Die Hollywood-Ausgabe. Die hatte ich noch nicht, nee. Die nehme ich aber mit, du.
Die rolle ich mir jetzt hier zusammen und klemm sie mir unter die Achseln. Warum schlägt sie denn gegen das Auto? Die doof? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur überleben. Ich find's irgendwie voll ätzend. Oh, anscheinend lebt die eine schwarze Tussi lebt nicht mehr. Ja, aber ich find's voll ätzend, weil wenn ich jetzt sterben würde, glaube ich, kriege ich keinen Überleben-Bonus. Was total schwachsinnig ist, weil ich überlebt hab. Aber wo ist Jason denn? Der ist gar nicht mehr hier, oder? Das ZZY, ZZZZZZY steht still rum und macht gar nichts. Oh, sie wird verfolgt. Da ist er wieder. Er ist immer noch unten am Auto in der Backpack Lodge. Ja, wenn die Bullen kommen, schieße ich ihm einmal ins Ohr und dann Flucht. Ich kack in den Kamin. Ich kack in den Kamin. Komm schon. Noch eine Minute. Danke. Das ist nämlich der Trick, das nennt man nämlich das Poppity-Popcorn. Man isst erst ganz viel Mais und scheißt dann ins Lagerfeuer. Oh, ich höre was. Ist er immer noch bei denen? Die ziehen den jetzt langsam unten zu mir, ha? Huh? Oh, sie hat ihn gerade umgehauen, glaube ich, weil sie hat gerufen, you want some more? Ich gehe jetzt langsam mal runter. Also, ich höre hier immer noch Packnack-Fights. Hardcore-Packnack-Fights. Packnack-Fights. Ich wette, er kommt eh nicht bei mir. Bei dir kommen sie selten. Tja, hier im Freitag vielleicht. Aber im echten Leben nannte man mich auch den Erscheiner. Man hat gedacht, oder den umgekehrten Houdini. Man hat gedacht, ich bin der Beste in Rechtschreibung, weil die Leute haben mich den Komma genannt. Und, oh, da habe ich auch mal ein bisschen Glück. Ey, die Leute gehen. Ich habe eine Glückssocke an, schalala. Vorsicht, er ist nicht mehr hier. Ja, ich lauf oben rum. Ne, nicht, dass der hier Stalker-Modus anmacht und sich dann erschleicht, ne, Junge? Ja. Hier ist noch ein Stock. Wenn's hart auf hart kommt, kann ich ihn noch mit einem Stock treffen. Run! Und ich bin weg. Er hat's echt überlebt. Ja. Sprinten, stehen. Sprinten, stehen. Und, wo ist das Mädel? Schafft sie es auch noch? Ey, dafür hätte ich eigentlich Doppelpunkte verdient. Ganz ehrlich, für die Aktion Double Points. Double Points. Ich glaube, kriegst du auch zweimal. Nee, soweit ich weiß, nee. Wieso, ich schieße mal Leuchtsignal. Ja, Disrespect. Ja. Ja, das zweimal Jason entkommen. Kann sein, insgesamt dass Jason Schlaganfall hatte. Dreimal entkommen. Ja, wie krass, ey. So oft surviven, ey, das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du erstmal schaffen. Naja, wenn die Killer wird, ist wenigstens dann der beste Überlebende. Ja, irgendwann. Irgendwann kannst du das einfach. Irgendwann kennst du die Route. Die Jason-Route. Le Route de Jason. Ich habe Le Jason. Mutter ist stolz. Jason. Jason Le Route. Jason Le Route. Le Route. Nee, ich bekomme Escaped 200. Was hast du bekommen? Auch 200. Ja, siehst du, es gibt nicht doppelt. Und insgesamt habe ich 1064. Ich habe aber 859. Naja, irgendwo da habe ich ein bisschen was gefunden. Keine Ahnung. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen, denn nur dann könnten wir eventuell auch mal mich als Jason sehen. Denn ich glaube, die Likes, die sind der Punkt. Wir haben jetzt alle schon probiert. Ich glaube, die Likes sind der ausschlaggebende Punkt. Wie immer, danke fürs Zusehen. Danke für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und